Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr den Papierkorb ausleeren könnt. Also das wird beziehungsweise halt so ein kleines Tutorial. Ja, ihr klickt erstmal auf Papierkorb, also einen Rechtsklick. Dann steht da Öffnen, Papierkorb leeren und das Ganze. Inhalt des Papierkorbs schreddern, an Start anheften, Verknüpfung erstellen, umbenennen und Eigenschaften. Wir gehen erstmal auf Öffnen. Dann stehen euch die drei Dateien, also meine Aufnahmen, die ich gelöscht habe, oder alle Dateien, die ihr löscht, waren dann in den Papierkorb drinnen hier. Wir gehen mal raus, dann drücken wir wieder Rechtsklick und im Inhalt des Papierkorbs schreddern bedeutet halt, dass man halt nichts mehr, das ist eigentlich das gleiche, alles beide. Verknüpfung erstellen ist einen zweiten Papierkorb erstellen. Hier. Dann können wir Eigenschaften. Da kommt hier so ein kleines Fenster. Hier die Eigenschaften vom Papierkorb. Und dann an Start anheften weiß ich nicht. Umbenennen können wir einfach umbenennen, wie wir wollen. Ich lasse ihn jetzt mal. Papierkorb leeren. Wir leeren den Papierkorb. Und alles ist geleert worden. Wenn ihr den Papierkorb geleert habt, dann ist der Papierkorb halt leer. Und da müsst ihr halt nicht immer den Papierkorb öffnen und schauen, was da drin ist. Okay, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert, lasst ein Like da und ciao.